Recht herzlich willkommen zur 12. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir sind jetzt hier unterwegs, warten auf die letzte Truppe hier. Lass mal laufen. Was kommt da? Ein Friedensangebot. Mein König, Deutscher Orden, schloss ein Militärbündnis mit unserem Feind. Okay, ist jetzt nicht so wichtig. Hier, wie viel haben wir da? 119 möchten die haben. Lassen wir weiterlaufen, weil wir müssen jetzt hier Truppen aufbauen. Eine läuft hier schon und dann versuchen wir die aufs Boot einmal wegfahren. Die können rüber und wir müssen gucken, dass wir dann hier drüben die nicht wieder rüberlassen. Dafür müssen wir gucken, dass die sich hier durchziehen und wir hier rum das freimachen, bis wir Eier, Scheier oder wie das auch immer heißt, besetzen können. Gut, das sollte aber auch klappen, dass die Idee müsste funktionieren. Die da unten, die Oldenburger, ziehen weg gerade. Und dann müssen wir schauen, dass wir hier die erstmal ein. Das klappt. Ja, 558. Vielleicht noch die sechste Einheit abwarten. Auf der anderen Seite. Ja, weiß ich nicht. Ist schwierig, ne? Da kommt wieder das Angebot der Franzosen rein. 119 lehnen wir natürlich ab. Die Korn jetzt hier gerade. Lassen wir weiterlaufen. Ich glaube, ja, aber 768. Nee, ich glaube, das warten wir nicht ab. Was ist das? Revolte. Unruhe lokal plus 10% ist schlecht. Und das wäre... Ja. Ja, ich glaube, wir müssen... Das ist schlecht, das ist besser. Ist zwar jetzt lokale Autonomie, da haben wir ein bisschen weniger Einnahmen von der Provinz, aber das ist halt so. So, das haben wir ausgewählt. Die schicken wir auf Schiff erstmal. Die Kurie wählte Frankreich. Okay. So, jetzt haben wir die auf dem Schiff. Das war unsere Idee. Und dann müssten wir jetzt gucken, dass wir die gleich rüberlassen. Truppenstärke ist gleich schon erreicht. Wir fahren jetzt mal hier hin. Okay, da oben ist irgendein Angebot von Darlehen, Britannia. Wie viel ist das? 5%, 20%. Akzeptieren wir mal. Lassen weiterlaufen. Schiff fährt wieder raus. Schiff fährt rein. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir das hinkriegen. So, Truppen auswählen und rübersetzen. So. Schottland besetzt das schon. Brabant, Agent entdeckt. Okay, Burgund hat Frankreich den Krieg erklärt. Das hört sich doch gut an, oder? Das wäre gut für uns. Gut, was passiert hier? Provence, Schottland besetzt. Feind Lüttich. Okay, Militärbündnis von anderen. Sligo auch besetzt. So, die Truppen da oben sind weggezogen. Wir haben hier unten eine Provinz befreit. Unser Ziel muss das sein, einzunehmen, damit die nicht wieder zurück können. Weil wenn die beide Seiten haben, können die rüber, obwohl unsere Schiffe da stehen. So, und wir können hier eine Truppe ausheben. Das machen wir auch. Ich hoffe, wir kommen da schnell genug gekort, nicht gekort, da besetzt. Das wird sonst eine Schwierigkeit geben. Ich mache das mal so schon ausgewählt, weil wenn die sich bewegen, ne, dann haben wir ein Problem. Aber die gehen erst nach da unten hin. Das ist schon mal schön. Ich glaube, dann können wir das schaffen. Und wir müssen das unbedingt besetzen da oben und besetzt halten. Gut. Jetzt würde ich sagen, teilen wir die. Und schicken zwei dahin und die drei lassen wir stehen. Die Franzosen möchten uns wieder ein Angebot unterbreiten, nur noch 90. Das hört sich doch schon gut an. Was machen wir hier mit? Maßnahmen, Rebellen unterdrücken. Oder wo sind die? Ulster, die wären da. Aber die laufen nachher darüber, ich weiß es nicht. Runter damit. Das können wir mal gerade noch runtersetzen auch. Komm, da geht sogar noch einmal.
zurück. Und die anderen sind noch locker. Okay, lass das so laufen. Die laufen. Der läuft da hin. Okay, geht über Schiff, aber ist auch okay. So, dann befreien wir das hier alles. In der Hoffnung, dass das alles so klappt. Die sind da unten beschäftigt. Und wir hier. So, haben wir schon wieder 1000? Nein. Gut, dann müssen wir schauen, dass wir das auch hinkriegen. Okay. Von England besetzt. Schottland besetzt. Dann kommt die Provinz. Das, weil die anderen konnten dann dahin. Genau, weiterlaufen lassen. Da unten ist auch frei geworden. Das ist super. Ziehen wir darüber. Ja, sieht gut aus, oder? Die hier mal festgesetzt, glaube. Kommt wieder ein Angebot. Wieder von den Franzosen. Und das ist jetzt 78. Wird weniger. Warte mal, das ist gar nicht das Geld. Geld fällt schon weg, oder was? Co. an Frankreich. Aber das ist alles zu viel hier noch, ne? Das ist klar. Aber das Geld... 78... Ja, die wollen gar keine Geldzahlung mehr haben. Da, schau her. Gut. Die Provinz von Schottland besetzt. Okay. Weiterlaufen lassen. Das hat da geklappt. Kommen wir dahin. Ja, über Schiff. Weiter geht's. Ja, das kriegen wir nicht frei wegen dem Tower. Mit einer klappt das nicht. Aber das können wir dann auch zum Schluss noch machen. Wenn wir mehr Einsatzkräfte haben. In der Hoffnung, dass wir die auch kriegen, ne? So, jetzt müssen wir gucken. Pause raus, dass weiterläuft. Ja, gestaltet sich schwierig. Lief da unten gerade einer lang oder war es ein Boot? Das war wohl ein Boot, ne? England besetzt. Das heißt, die Einheit kommt auch da hoch. Ach, die kann jetzt komischerweise da lang laufen. Auch interessant, oder? Naja. Passt schon. Kann die denn da oben? Die Franzosen sind wieder unterwegs. Warte mal, dann geh du mal dahin. Und das ist jetzt mit 112 Dukaten verbunden. Diesmal wollen sie wieder Geld. Gut, lass laufen. Schauen wir mal, ob wir das alles besetzen können. Na, die haben Verschleiß, ne? Kriegen wir hier jetzt noch eine Einheit gleich ausgehoben? Na, sind noch ein bisschen weit von entfernt. Oh, das ging aber flott hier jetzt, ne? So, jetzt werden sich langsam die... Sag schon, England besetzt, auch cool. Die dahin. Die gehen hoch, ja. Dann werden sich gleich die Schotten überlegen, ob sie uns weiter hier besetzen. Wir müssen natürlich die Hauptstadt von denen nachher noch reinkriegen. Das wird schwierig werden, ne? Aber wir sind schon mal auf einem guten Weg. So, 986. Können wir gleich noch eine ausheben, eine Einheit. Okay, was ist das? Alles gut. Warum ist das hier eigentlich zu? Die sind alle bereit. Ja, das ist eigentlich alles toll. Wie können wir da drauf? Muss wohl gehen, oder was? Oder auch nicht? Keine Ahnung, geht wohl nicht. 213, das kann passieren, ja. So. Jetzt müssen wir die zusammen... Ne, lass die mal da stehen. Die darüber holen. Drei Einheiten. Ist das hier die schottische Hauptstadt? Ja. Ist eine Festung drin. Und mit drei Einheiten werden wir da nicht was reißen können, denke ich mal, ne? Können auf jeden Fall reingehen. Da kommt ein Angebot. Von wem ist das? Friedensangebot von Oldenburg. Ein weißer Friede. Der wird sofort akzeptiert, weil jetzt haben wir einen Gegner weniger. Und wer ist das? Portugal. Oh oh.
Weißer Friede, wohlauf. Das hat gut geklappt und das reicht nicht. Jetzt die Frage, wenn wir die nochmal teilen. Aber vier werden beim Tower auch nicht reichen. So, mal gucken. Was ist das? Das ist der Franzose. Der möchte wieder 90 Dukaten und Ländereien. So, das passiert hier nichts. Einhängen. Gut, da ist immer noch das Zeichen drunter. Jetzt müssen wir hier gucken, dass wir da noch Truppen ausheben. Ich weiß nicht, ob eine Einheit hier reichen würde, die stehen zu lassen. Eigentlich ja, aber das ist ziemliches Risiko, ne? Okay, Dänemark. Was ist da? Da kommt ein Angebot von Schottland. Weißer Friede, wir haben die Schotten raus. Gut, wohlauf. Unsere Truppen ziehen wir zurück. Die können wir jetzt hier hinziehen. Und dann befreien wir diese Ländereien da erstmal noch. Ja. Was passiert hier oben alles? Das ist wieder der Franzose. Der ist aber jetzt schon mit 272 Dukaten da. Obwohl zwei Kriegsparteien ausgestiegen sind, wollen sie mehr Geld. Okay, was war das denn hier eigentlich? Eure Korruption steigt. Okay, können wir die senken? Gute Frage. Unser Geld ist natürlich ganz mies unterwegs gerade, ne? Ja. 2% Inflation senken, das ist 0,7, ne, das brauchen wir nicht unbedingt. Kriegssteuer erheben, das könnte man rein theoretisch machen. Bankrott erklären, ne, das wollen wir nicht. Das ist hier Korruption, da ist die Korruption bekämpfen. Mit 1,70 bekämpfen wir die. Wird um 0,1 pro Jahr gesenkt. Okay, das können wir erst noch laufen lassen. Ist zwar relativ hoch, können wir jetzt aber nicht ändern. Lass mal weiterlaufen. Die ziehen dahin und die ziehen dahin. Hat England, Schottland hat England als neuen Rivalen bestimmt. Wie sieht das denn überhaupt hier so aus? Gucken wir einfach mal von vorne durch. Oh, da haben wir ja sogar noch jemanden drin. Die Moral der Armee. Ich glaube, den kicken wir, weil wir zu teuer momentan sind. Okay, das ist normannisch. Okay, der Rest müssen wir gucken. Gehen wir weiter durch. Ja, da ist jetzt nichts zu gucken eigentlich. Geld, jetzt ist nur noch 7,72. Das ist schon runtergegangen. Ja, hier ist händlermäßig unterwegs. Das sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Der überträgt, ne? England hat einen Händler hier. Vielleicht sollte der woanders übertragen. Hier schöpfen wir 0,45 ab. Okay. Gucken wir uns jetzt gerade nicht zu Ende an. Einfach erstmal weiter. Hier ist nichts. Da sind wir auch noch nicht so weit. Warte mal, hier konnte man sehen, welche Stufe wir haben, oder? Wir sind aktuell in Stufe 5. Ja, okay, das ist ja auch hier aktuell. Das dauert noch. Und was war denn unsere Mission noch? Mission abbrechen. Wo ist Ziel? Da. Mehr Prestige haben 50. 25. Okay, da dauert noch was. Und hier, das ist noch nicht auswählbar. Rebellen. Dann müssen wir den Ulsteran erstmal wieder einen auf die Mütze geben, damit die verstehen, wo es lang geht. Das ist weg. Was ist das? Ja, Provinzen, die uns nicht gehören. Anspruch. Armor, Loire, Anjou und Ayrshire. Gut. Die liegen jetzt bei 50. Das lassen wir erst noch so laufen. Warte mal, das war noch nicht zu Ende geguckt. Ja, die Kirche ist klar. Lassen wir mal da, wo sie ist. Im Dorf, ne? Oder wie hieß das so schön? 6 von 40 Truppen. Meine Güte, das wird noch ein bisschen dauern. Lassen wir weiterlaufen. Schauen, dass wir diese Ländereien freikriegen. Warte, wir machen erst diese. Und diese, weil dann kann die weiter gekort werden. Das ist wichtig. Und diese müssen wir mal gucken, was wir da mit denen machen. Bündnis anbieten geht nicht. Machen wir mal ein Spionagenetzwerk aufbauen. Bestätigen. Die werden nachher noch rebellisch da und wir sind gerade ziemlich geschwächt, ne?
Limerick wird von England besetzt. Das waren die. Dann darunter. So, England besetzt, auch fertig. Dann bedeutet das, wir gehen dorthin und sehen zu, dass wir das auch noch freikriegen. Da ist die Einheit fertig, dann können die darüber laufen. Ist das hier von alleine frei geworden, glaube ich, weil der Turm unser ist, ne? Genau. Ja, das ist auch noch frei. Was sagen die Franzosen? Die möchten gerne was haben. 272 Dukaten, das lehnen wir ab. Das interessiert uns zurzeit nicht, ne? Das ist frei, das heißt, die können mal nach da. So. Das läuft erstmal alles, ne? Wie sieht's denn aus? Was ist hier? Oh, wir haben eine Debatte. Können wir hier beginnen? Die machen wir noch gerade. Die Grundsteuer von um 1 in einer Provinz. Ne, das ist jetzt nicht so prickelnd. Stabilität, Baugeschwindigkeit, Regimenter. Wäre nicht schlecht. Die Kosten senken ist natürlich ideal. Kostenberater senken. Und hier unten sind die Seeleute. Ich glaube, wir müssen momentan das hier machen. Kostenregimenter, ja, das ist günstig dann. So, 30% haben wir. 24 Diplomatie, wo sind wir denn da? Okay, das könnte man sich leisten, ne? Merkantilismus. Militärische Macht sind wir zu schwach, will ich jetzt nicht machen. Das würde bedeuten... Oh, verliert 10 Papsteinfluss, ne? Boah, machen wir. Das war die Mitte, diplomatische machen wir auch. Jetzt sind wir schon bei 90%, ich würde es gerne abschließen. Machen wir das auch noch. Dann ist das nämlich durch, dann sparen wir nämlich. Das ist gut für uns. Ja, 2, 4. Haben wir da einen Anspruch eigentlich drauf? Oh, stopp, da bin ich jetzt verkehrt. Na, dann machen wir nochmal zu, machen wir nochmal auf. Anspruch ist nicht da. Super, hat gut geklappt. Aber wir machen Spionagenetzwerk bauen wir auf. Gut. Die sind schon unterwegs. Ja, ich glaube, momentan sind alle unterwegs, ne? Die auch. Na, dann haben wir verloren Dingens, sag schon, auf dem Meer. Reiben die sich auf. Kriegsmüdigkeit ist klar. Müssen wir mal runterschrauben. Jetzt haben wir keine Diplomacht mehr, ne? Ulster, na, lassen wir mal so, wie es ist. Gut. Ist noch jetzt was, was wir tun können? Ich glaube zurzeit nicht, ne? Oh, wir können eine Einheit bilden. Warte, lass uns das mal hier gucken. Ist jetzt zwar nicht so 53 Tage. Ist das schnellste wahrscheinlich. 119, 61. Na, da müssen wir noch was tun auf der Seite. Lass die da machen. So, weiter läuft's. Und ich würde dann sagen, für den Moment soll es erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.